springen oder nicht springen? Das ist hier die Frage. Und ich habe deinen Freund schon direkt da oben drüber gucken sehen. Der hat da spekuliert und hofft, dass du springst. Aber er schüttelt nur müde mit dem Köpfchen und verweilt da oben. Das gibt mir allerdings zu denken, wenn er nicht springen möchte. Der Kollege, der hier im letzten Part gesprungen ist, war das ein Sprung? Oder waren da vielleicht... Oh. Andere Kräfte mit im Spiel. Ja gut, jetzt haben wir zwei von denen. Ne? Das, cool, 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 cool. Die Idee mit der Monsterfarm sollte ich echt nochmal überdenken, glaube ich. Ne? Das ist gar keine dumme Idee vielleicht. Das ist vielleicht gar keine dumme Idee. Es scheint sich hier prädestiniert anzubieten. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann springt er mir auf den Kopf, ne? Safe, tu doch nicht so. Tu doch nicht so. Ach komm. Was? Okay. Weg damit. Zack, weg damit. So. Das war mir jetzt ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Ich hätte natürlich jetzt auch irgendwie hier hoffen können, dass die mir nicht auf den Kopf fallen, aber... Nee. So, ich wollte kurz meinen Pfeil wieder haben und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir Sprengpulver auch noch mit. Guck mal, so eine kleine Ebene hier und da sind erstmal drei Creeper drauf gespawnt. Das ist, wieder eine wilde Nummer hier im letzten Part gewesen. Eine wilde Party. So. Zack. Wie hoch muss ich denn noch? Ja, ich glaube, das ist die letzte Höhe, oder? Oder bin ich jetzt schon eins zu hoch? Ne, ich glaube, das ist die letzte Höhe, dann sind die gleich hoch, die Türme. Das werde ich auch daran merken, dass ich mir jetzt die Knochen breche, wenn ich hier runterfalle. So. Okay. Ich glaube, das sieht so langsam nach was aus. Ihr seht so ein bisschen, ne, ich drücke mich davor, ein Dach auf diesen Kreis draufzusetzen. Weil natürlich hätten wir auch erst hier einen Deckel drauf machen können, bevor ich das da weiter hochziehe. Aber jetzt ist die Frage, die wir uns wirklich noch stellen müssen. Wie hoch wollen wir noch gehen, Leute? Wie hoch wollen wir noch gehen? Ich denke, ich muss mir das mal von unten angucken. Aber ein bisschen können wir, glaube ich, noch. Beziehungsweise, ich würde den hier jetzt nicht mehr rund hochbauen. Ich würde jetzt hier eine Plattform reinziehen, glaube ich. Habe ich Holz dabei? Nein. Ich würde da eine Plattform reinziehen. Und dann so einen offenen Deckel drüber, wenn ihr versteht, was ich meine. So eine Aussichtsplattform quasi, ne? Beziehungsweise man könnte auch einen Glockenturm draus machen. Vielleicht sollte man da einen Glockenturm draus machen. Ja, eigentlich sollte man da einen Glockenturm draus machen. Ich habe nicht mehr genug Steine dabei. Aber wir haben noch ein bisschen Steine in der Mine. Das ist an der Stelle kein Problem tatsächlich. Ich habe zwischen den Parts genug gefarmt. Also nicht zwischen diesem und dem letzten, sondern zwischen dem letzten und dem vorletzten. Zwischen den Versionswechseln sozusagen. Die nehme ich dafür ganz gerne her. Aber dennoch, wenn ich das so sehe, was wir dafür brauchen, dann wird das wieder bei weitem nicht reichen, was ich da habe, ne? Ja, nee, vergiss es. In 30 Leben nicht. Naja. Alright, apropos 30 Leben. Drei Leben. Ich habe im letzten Part von Challengers erzählt, den ich im Kino geguckt habe. Boah, eigentlich habe ich von Popcorn erzählt, aber naja. Das Popcorn kam zustande wegen Challengers. By the way, ich habe über den Kino-Newsletter jetzt noch einen Gutschein geschenkt bekommen. Diesmal für eine Cola. Einfach weil, keine Ahnung, scheinbar ist der 8.5. der Have a Coke Day. Das höre ich literally zum allerersten Mal. Der 8.5. ist by the way mein Geburtstag. Das heißt, ich habe scheinbar Geburtstag am Have a Coke Day. Okay. Gut. Und das hat mein Kino offensichtlich zum Anspruch genommen. Nein, zum Ansatz genommen. Wie sagt man? Zum Anhaltspunkt genommen? Ah, irgendwie sowas, ne? Was weiß ich denn, Digga? Was weiß ich denn? Ah, ein bisschen höher können wir schon noch, oder? Schon, sollen ja Türme sein. Also 3-4 Ebenen würde ich noch draufsetzen, glaube ich. Glaub schon. Auch auf den hier vielleicht tatsächlich so. 1-2 Ebenen können da auch noch drauf. Habe ich noch Leitern dabei? Natürlich nicht. Warum frage ich überhaupt? Ja. Dann fangen wir hinten an, setzen wir da erst noch ein paar Ebenen drauf. Ja, jedenfalls kriege ich jetzt als eine Cola geschenkt. Weiß nicht, wie groß die ist, egal. Dieser Gutschein geht allerdings nur am 8.5., ne? Das heißt, ich muss an meinem Geburtstag ins Kino. Well, ich weiß noch nicht genau, was am 8.5. läuft, weil ich dann gerne gucken möchte, ne? Deadpool, Deadpool und Wolverine, wie heißt der? Deadpool vs. Wolverine? Deadpool und Wolverine? Keine Ahnung, der dritte Deadpool halt, basically, ne? Der kommt im Juni oder Juli erst ins Kino, glaube ich. Das heißt, das hat noch ein bisschen. Das wird also am 8. Mai nix. Ich habe zwei Trailer zu zwei Filmen gesehen, als ich jetzt in Challengers drin war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat mich richtig überrascht. Das waren mal wieder Trailer, auf die ich
die mir richtig Bock auf einen Film gemacht haben, den ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich muss sagen, das passiert relativ selten in letzter Zeit, dass ich ins Kino gehe und da einen Trailer sehe und mir denke, ja Mann, da habe ich richtig Bock auf den Film und den ich schon vorher eh auf dem Schirm hatte. Einerseits, weil ich mich einfach mehr damit beschäftige, was so rauskommt. Andererseits, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich halt immer mehr wieder dieselben Trailer immer wiederholen, wenn man innerhalb derselben Zeiträume so ins Kino geht, ne? Also, keine Ahnung, wie oft ich den Trailer für Mad Max Fury Road zum Beispiel schon gesehen habe. Bruder, keine Ahnung, wirklich. Also, unfassbar oft. Aber jetzt habe ich tatsächlich den Trailer zu, oh, wie heißt der wieder jetzt gleich? Scheiße, ich kann es mir nicht merken. Ich habe mir den in meinem Kalender eingetragen. Das ist ein A24-Film mit Kristen Stewart. Love Lies Bleeding oder so? Hieß der so in der Art? Wenn ich jetzt hier Blödsinn erzählt habe, dann blende ich es euch gleich nochmal in Textform ein, Leute. Ich glaube, irgendwie so in der Art heißt. Ansonsten guckt euch den neuesten Film mit Kristen Stewart an, dann ist es der. Oder der bald rauskommt. Aber der kommt auch erst im Juli raus bei uns in Deutschland. In der Schweiz ist er scheinbar schon seit April draußen. 25. April oder sowas, was ich ein bisschen frech finde. Das ist by the way gestern. Ja, stimmt, klar, gestern. 25. April ist Donnerstag, genau, kommt hin. Das ist der Tag, an dem Challengers bei uns rauskam. Ne, finde ich frech, dass der in der Schweiz einfach schon vor uns läuft. Das ist asozial. Aber ja, das heißt, den kann ich auch am 8. Mai nicht gucken. Auf den habe ich auf jeden Fall sehr Bock. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, der läuft in einem gescheiten Kino bei uns. Und nicht nur in so einem kleinen Programmkino irgendwie. Das fände ich ein bisschen schade. Aber das ist werde ich auf jeden Fall gucken wollen. Und dann habe ich noch einen anderen Trailer gesehen, von dem ich jetzt schon wieder nicht mehr weiß, wie er hieß. Das ist der neue von Yorgos Lanthimos, der Typ, der Poor Things gemacht hat. Und da war ich echt überrascht, weil ich meine, Poor Things kam erst Anfang des Jahres bei uns raus und jetzt gibt's schon den nächsten von ihm im Kino. Like, what the fuck, Bruder? Wie viele Filme willst du machen? Ja. Vor allem, weil wieder Emma Stone wieder mitspielt. Das spielt wieder Willem Dafoe mit. Also es ist wieder so ein richtig krasser Cast auf jeden Fall. Wie gesagt, auch da habe ich seinen Titel vergessen. Oder nicht mehr ganz auf dem Schirm. Blende ich euch hier vielleicht nochmal ein, wenn ich dran denke. Auf den habe ich auf jeden Fall auch mega Bock, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, hat der noch nicht mal ein richtiges Release-Date bei uns, von daher schade, I guess. Aber ja, wundert mich auf jeden Fall, dass man das so jetzt irgendwie so Trailer vor so einem großen Film gesehen hat quasi. Aber fand ich cool auf jeden Fall, fand ich cool. Ja, aber jetzt mal davon abgesehen, so, wollte ich eigentlich kurz über Challengers sprechen, ne? Habt ihr bestimmt irgendwie mitbekommen, nehme ich an, wenn ihr euch so ein bisschen für aktuelle Filmtrailer interessiert, dann wird man an dem wahrscheinlich nicht vorbeigekommen sein, weil es ist schon ein Trailer gewesen, der zumindest, oder ein Film gewesen, der zumindest im Internet ziemlich heiß diskutiert wurde und heiß ist dabei auch eine ganz gute Bezeichnung, oder eine ganz gute Wortwahl, wenn ich das so sagen darf. Darf ich mir mal kurz mal virtuell auf die Schulter klopfen. Der neue Film mit Zendaya in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen und die anderen beiden Typen, habe ich ehrlich gesagt vergessen, wie sie heißen, es tut mir leid an der Stelle. Tennisfilm quasi, mehr oder weniger. Naja, nicht wirklich. Aber doch, natürlich schon wirklich was, aber ich natürlich. Natürlich ist Tennis. Aber ja, geht um zwei Tennis-Profis, mehr oder weniger, kann man schon sagen. Der eine mehr erfolgreich, der andere weniger erfolgreich, die sich schon aus der Jugendzeit kennen, beste Freunde eigentlich immer waren, so alles zusammen gemacht quasi. Sich beide dieselbe Tennisspielerin vergucken, die wiederum später nicht mehr spielt, sondern noch trainiert aus Gründen, die man im Trailer auch schon sieht. Aber ja, und daraus entspannt sich dann so ein Liebesdreieck quasi mit interessanten Moralvorstellungen der Charaktere, sage ich mal. Ne? Es ist, nicht der moralisch cleanste oder die moralisch cleansten Charaktere, sagen wir es mal so. Aber es ist ein cooler Film auf jeden Fall. Ist das jetzt eins höher? Nee, passt, glaube ich. Ist ein cooler Film auf jeden Fall, der mir sehr gut gefallen hat. Und warum ich das jetzt mit dem Heiß gerade erwähnt habe, ne, wenn ihr vielleicht den Trailer gesehen habt, habt ihr es vielleicht schon so ein bisschen, ne, hat man es schon ein bisschen gesehen. Und generell der ganze Diskurs im Internet und auch in den Kritiken war immer sehr Richtung, boah, das ist der heißeste Film des Jahres, ne, und Sexszenen auf der Leinwand und dies und das und versauter Film und bla und so heiß war Zendaya noch nie und dies und das, ne, so in die Richtung halt. Und ich meine, ja, natürlich, Alter, es gibt schon so, ne, entsprechend viele erotische Szenen in diesem Film, die auch je nachdem,
ja, was heißt jetzt explizit dargestellt werden, aber ne, nicht so wirklich eigentlich. Aber ja, nur ich fand das jetzt nicht so extrem, dass man da quasi so drauf rumreiten muss. Also, darauf wollte ich jetzt mal kurz eingehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr zu dem Film gesehen habt und ob ihr den schon gesehen habt. In jeder Kritik oder in jeder Erwähnung, die ich zu diesem Film quasi im Internet vorher und auch nachher mitbekommen habe, war halt immer der Konsens so, was ein sexuell aufgeladener Film. So, in die Richtung. Und es wurde immer viel darauf rumgeritten. Haha, was eine Wortwahl. Wie auch auf manch anderen Dingen in dem Film rumgeritten wurde. So. So. Da hat er sich kurz verschluckt. Genau. Und ich empfand das jetzt, als ich den Film geguckt habe, gar nicht so krass. Weiß ich nicht, bin ich da jetzt irgendwie abgestumpft? Von, ja, manch anderen Filmen, Werken, wie auch immer. Oder ja, also sagt mir da gerne mal, wie ihr das irgendwie empfunden habt, dass ihr den Film gesehen habt. Ich meine, wie gesagt, ne, das ist schon. Man möchte nicht, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass da kein Fokus drauf liegen würde. So. Aber, ich fand das jetzt nicht so extrem, dass man das, ne, so hochhypen muss. Hat mich ein bisschen gewundert. Ne? Hat mich ein bisschen gewundert. So, jetzt, meine lieben Damen und Herren, geht es darum, hier ein Dach drauf zu zimmern. Wie wir das machen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Ich habe das ja schon mal vorgetestet, Leute, in einer Kopie dieser Welt, bevor wir in die Beta geswitcht sind. Ja. Da habe ich das schon mal ausprobiert. Zugegebenermaßen mit einem Tutorial-Video, ne? Das gebe ich ganz gerne zu, gebe ich gerne zu, dass ich gar keinen Plan habe, wie man jetzt hier ein Dach draufsetzen würde. Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussehen musste am Anfang. Ich glaube, gegen Ende kriege ich es dann hin, aber ich weiß nicht mehr, wie der Start aussieht. Und das Problem ist, wenn ich den Start verhaue, ist halt schon alles Arsch. War das jetzt so, dass man hier den da macht? Nee, das ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall falsch. Okay, folgendes, Leute, damit wir jetzt hier nicht zu viel Zeit verplempern und ich da mega Scheiße baue. Ich gucke mir das gleich nochmal kurz, gerade nochmal kurz an und dann sind wir gleich wieder hier an dieser Stelle. Okay, ich habe nochmal kurz nachgeguckt und dann ist mir eingefallen, dass ich fucking dumm bin. Einerseits habe ich das jetzt zwar gar nicht so falsch gebaut, aber andererseits wollte ich natürlich erst hier noch eine fucking Ebene draufsetzen. Das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Das geht natürlich an der Stelle wieder voll auf meine Kappe. Aber ich war jedenfalls gar nicht so falsch in der Idee, wie ich das hier bauen wollte. Das ist schon mal gut. Ja, wegen der Ebene, die ich hier draufsetzen möchte, müssen wir uns jetzt was überlegen, Leute. Ich hätte gesagt, wir ziehen hier halt eine Holz. Ups. Eine Holzebene rein, so als Aussichtsplattform-mäßig. Ich weiß nur nicht, ob ich die so bauen möchte, dass man hier drüber gucken kann. Oder ob ich die so bauen möchte, dass man dann nicht drüber gucken kann. Also, ne, dass man hierüber hinausläuft oder halt nicht. Ob wir innerhalb dieses Rahmens bleiben sollen. Aber was ich aber weiß, ist, dass wir dafür erstmal Holz brauchen, ne? Definitiv. Und aktuell, ja, haben wir davon nicht so viel. Das heißt, ich werde hier mal so ein bisschen was umholzen müssen, aber das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil es hier schon wieder so voll ist mit Scheiße. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah! Ich wollte doch einfach nur ein bisschen Holz holen. Warum, ey? Ich wollte doch einfach nur ein bisschen Holz holen. Es hat mir immer noch keiner von euch in die Kommentare geschrieben, ob es in Ordnung ist, wenn ich den Peaceful-Modus beim Bauen anmache, Leute. Schreibt mir das jetzt endlich in die Kommentare. Nee, for real, Mann. Ich weiß es nicht. Ich tendiere schon, das zu machen, aber. Es ist halt so Pussy-Modus irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sagt mir halt, Creeper-Löcher überall, alles voller Creeper-Löcher. Sagt mir halt mal, was euch wichtiger ist, ne? Dass wir ein bisschen, in Anführungsstrichen, Spannung beim Bauen auch haben, dass halt sowas passieren kann, dass ich auch einfach mal hochgejagt werde. Oder ist euch wichtiger, dass wir halt ein bisschen schneller vorankommen? Weil jedes Mal hochjagen kostet mich halt gut und gerne 2, 3 Minuten, bis ich halt wieder an der Stelle bin, wo ich vorher war, bis ich das Creeper-Loch wieder gefixt habe, bis ich mein Stuff wieder eingesammelt habe. Naja. Sehen wir es positiv, jetzt haben wir direkt Holz mitnehmen können. Also, ja, alles seine Vor- und Nachteile, schätze ich. Ja, ne? Oder ob ihr lieber Wert darauf legt, dass wir halt ein bisschen schneller sind, ne? Legt ihr Wert darauf, dass ich auch mal. Dass es mal eine lustige Reaktion gibt, weil ich mal wieder an der fucking Kirche gesprengt wurde. Ne? Das ist jetzt quasi die Sprengposition 2.0. Vorher war es der Garten, jetzt ist es halt meine Kirche. Danke für nichts.
Das ist schon, uiuiui. Muss auf jeden Fall noch Fenster rein. Wir müssen auf jeden Fall noch Fenster rein. Oder legt ihr halt Wert darauf, dass es ein bisschen schneller geht und ein bisschen more streamlined ist, wenn ich das so formulieren darf. So. Ja, perfekt. Das Gute daran ist, jedes Mal, wenn man stirbt, die spawnen offensichtlich alle Mobs. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber... Wo kommen die ganzen Saplings her? Hat die Saplings dabei? What? Okay, komisch. Aber scheinbar ist es so. Naja, so. Dann, ja, fixe ich jetzt noch kurz dieses Creeper-Loch hier, weil... Weiß ich auch nicht. Ist halt direkt vor meiner fucking Kirche. Finde ich irgendwie nicht so geil. So. Ich wollte doch gerade irgendwas sagen, oder? Bevor ich geflogen bin. Ja, da ich Holz organisieren wollte. Ich sehe dich genau. Wag es nicht. Du Stückchen. Mieses, fieses, grünes Viech. Ach, guck mal hier. Achso, nee, das sind noch die, die ich da oben abgebaut habe. Passt. Ich dachte gerade, die wären dahin geflogen. Du Mistgeburt. Sau. Muss gleich ankommen. Mistack. So. Dann gehen wir kurz mal da wieder in unsere Kirche rein. Ich sollte mal da Türen reinbauen, ne? Damit hier nicht da ein Viechkram drin ist. Naja. Ich werde jetzt meinen Stuff hier oben auf dem Haus, auf dem Dach sortieren. So. Nein. Ja. Nein. Ja. 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 So. Okay. Und der Rest. Ja, der Rest, das sei wie es sei. Wenn man nicht so Gleiches mit Gleichem tauschen kann, ist schon ein bisschen nervig. Wo ist meine Fackeln? Da ist meine Fackeln. So, Holz. Okay. Warte mal. Folgende Idee. Nee. Cobblestone, oder? Wenn ich hier eine Trennreihe reinziehe, dann sollte das Cobblestone sein, glaube ich. Aber will ich hier eine Trennreihe reinziehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das von unten oder von außen nachher nach was aussieht. So, und dann wäre die Idee quasi, jetzt Holzplanken zu nehmen und sich hier einmal so ein bisschen so eine Plattform einfach reinzuziehen. So, damit haben wir unten automatisch ziemlich dunkel. Ich würde dann drinnen wahrscheinlich irgendwie so Glowstone aufhängen. In der Kirche darf es, in der Kirche darf es auch ein bisschen düsterer sein. Seid ihr Menschen, die Kirche sagen? Oder Kirsche? Manche sagen ja so fast Kirsche, ne? So, Kirsche, ich gehe in die Kirche. Ganz, ganz komisch. Kirche, Kirche, wie sprecht ihr das aus? Kommt drauf an, wo ihr aufgewachsen seid, glaube ich, so dialektmäßig und so weiter, ne? Deutsche Dialekte ist auch ganz wilde Sachen. Nicht wahr? So, genau. Bauen wir nämlich hier so eine Plattform rein. Alter, hey, die Plattform wird größer, als ich dachte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den ganzen 64er Stack Holz dafür verbrate. Okay, cool Story, Bro. Was ich sagen wollte, in der Kirche darf es ja ruhig ein bisschen düsterer sein, deswegen würde ich da drin wahrscheinlich dann Glowstone aufhängen. Wir könnten natürlich auch so ein dunkles Hinterzimmer machen, was nur so mit Redstone-Fackeln beleuchtet ist, ne? Ja gut, aber wird ja keine Satan-Kirche. Also, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wer weiß, Leute. Noch weiß keiner, was hier verehrt wird, ne? Noch weiß es niemand. Aber der Ausblick ist schon, also kann man sagen, was man möchte, ist schon eigentlich einigermaßen geil, was wir hier hochziehen, oder? Ja gut, also, weiß nicht, die beiden Atomsilos hier, die sind jetzt noch nicht so geil, da müssen dringend noch ein paar Fenster rein. Aber ansonsten kann man das schon machen. Die ganze Creeper hier, ey. Ich drehe auch Rad. Ah, noch eins weiter. Noch eins weiter. Ja komm. Ja komm. Ja, dann halt nicht. Aber ich habe nur noch einen Pfeil, heftig. Okay, Leute, ich würde sagen, Aussichtsplattform ist ein Thema für morgen.